Papa, 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 wo bist du? Noch ein bisschen, darf. Mann, Papa, Mann, Papa. Das kann doch nicht, könnt ihr doch nicht ernst meinen, können Papa, das, Papa, was Papa, Papa, lass uns doch spielen so? Oder sowas in der Art. Spielen? Ja, irgendwas spielen. Nein, Sohn, hör mir zu. Ich hab gerade keine Zeit. Ich habe wichtige Dinge hier zu erledigen. Du weißt, ich bin ein sehr, sehr beschäftigter Geschäftsmann. Das weißt du doch. Aber du Papa, weißt, dass Papa wir können keine doch Zeit. Nein, du weißt, dass Papa keine Zeit Warum hat. Warum hast du denn keine Zeit? Okay, pass auf. Wie soll ich dir das erklären? Siehst du das hier? Komm mal mit. Ja? Ich versuche es dir anhand eines simplen Bildes zu zeigen. Komm mal mit hier. Okay. Komm mal bitte mit. Ja. So. Okay. Siehst du, was hier oben ist? Ein Balkon? Nein, siehst du das hier? Was hier auf dieser Fläche... Siehst du, was hier ist? Sandstone? Nein, was ist das hier? Nichts ist hier. Ja? Und ja, das ist das, was dir gehört. Was du in deinem Leben geschafft hast. So. Aber ich bin doch erst ein Nein, Kind. Das ist mir egal, Kinder... Kannst auch schon im Jungen. Ich habe auch in deinem Alter habe ich schon gearbeitet, habe ich hier. Okay. Das sage ich dir. Pass auf. Okay, siehst du dieses wundervolle Bad? Das habe ich hier 1998 habe ich mir das hier bauen lassen hier drin. Siehst du die Klopapierrolle? Die ist extra weit ist oben. Ist die auch schon? Ist die auch noch aus 1989? Die ist ganz, ja, genau. Ich habe ja niemals das gewechselt. Siehst du das hier? Kannst du schön ein Bad nehmen. Ui. Erinnerst du dich noch, als wir zusammen immer schön geplanscht haben? Nein, als ich wir noch haben die eigentlich Zeit nie hatte. Zusammen gebadet. Du hast immer gesagt, verzieh dann dich. Wohl, dann war das wohl mein anderes Kind. Komm mit. Was ist eigentlich mit meinem Bruder passiert? Den hab ich verkauft. Komm mit, ich zeig dir, was oh ich hier noch... Mann. Komm mal mit, mein guter Sohn. Du bist halt der bessere Sohn gewesen. Du hast meinen Bruder verkauft. Und ich habe ihn nicht verkauft, ich habe ihn beim Kartenspielen verloren. Aber das ist eine lange Geschichte. Ist komm, ja überhaupt nicht schlimmer so. Oder so. Okay. Guck dir das an. Siehst du das hier, mein Sohn? Das hier habe ich mit eigenen Füßen erbaut. Mit eigenen Füßen? Mit eigenen Füßen habe ich das Ganze hier erbaut. Siehst du das hier? Der Whirlpool. Erinnerst du dich noch an die Zeit? Ach nee, das war. Ich bin das auch war mein im Whirlpool. Hui! Warte, ich komm raus. Komm da raus. Ja, sonst ist es ein bisschen also zu gefährlich für Kinder. Hier unten ist die Küche. Ja, erinnerst du dich noch, als wir damals immer so. Oh, du hast die Mikrowelle zerschlagen. Erinnerst du dich noch, als wir die Karateschlägen, die Mikrowelle zerstört haben? Das war noch eine. Das war das noch eine schöne Zeit. Zeiten. Das waren Zeiten. Komm mal mit, mein Sohn, komm mit. Okay. Kommst du mit mir, komm mit deinem Papa. Und wann spielen wir jetzt? Wir spielen nicht. Ich will dir einfach nur zeigen, was ich habe, was du spielen. Niemals haben wirst. Spielen. Erfolgreicher. Hör auf, mich so zu nerven. Spielen. Du kannst gleich. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Doch, spielen. Ich werde. Spielen. Trink einfach einen Schluck hiervon. Das Nein, ist gut das für ist dich, Alkohol, das für Erwachsene. Ich möchte spielen. Quatsch, natürlich ist er. Mann, siehst du das Papa. Hier, dieses Auto? Dieses, okay, weißt du, was wir einfach machen? Was? Wir suchen dir einen Spielpartner, okay? Ja, einen Spielpartner. Wir werden dir einen Spielpartner suchen. Schnell, lauf. Oh mein Gott. Okay. Ich komme. Wo ist der Spielpartner? Ich werde dir jetzt ein Spiel... Weißt was? Du, es ist auch irgendwie so, dass das Ganze hier... Ach, keine Ahnung. Du solltest doch eigentlich dich hier darum kümmern, dass das Ganze hier sauber gehalten wird, oder nicht? Das ist Nein, doch genug Spiel und nicht. Spaß, was du den ganzen Tag Nein, haben putzen kannst. Macht keinen Spaß. Ich bin putzen dein Sohn, ich möchte beste, mit Bällen putzen spielen. Putzen ist das Beste überhaupt. Ich muss ich möchte eigentlich... mit Plüschtieren spielen. Bitte, Sohnemann, pass jetzt genau auf. Hier hast du ein paar Bücher, da kannst du dich ein bisschen reinlesen in das Ganze. So, guck mal hier. Ich will keine Bücher lesen. Das hier ist ein sehr, sehr interessantes Buch hier. Simple Foods by Get What. Distant into the desert lies a tiny... Das ist langweilig, Papa. Das ist, warum alle deine Bücher sind auf Englisch. Immer nur Englisch, Englisch, Weißt du, was wir jetzt machen? Wir suchen jemanden, der hier für dich zusammen oder mit dir zusammen hier aufräumt, ne? Und also hier die komplette Bude sauber hält. Und der mit dir auch spielt. Ja, ja? Such jemanden. Gut, dann bitteschön, geh raus und such jemanden. So. Hä, wie soll ich denn jemanden suchen gehen? Muss ich das jetzt auch noch erledigen? Ja, ich bin nur ein Kind, ich was kann bist das du denn nicht. Für ein, was bist du denn für ein Kind? In deinem Alter war ich schon 14. So, auf geht's. Oh nein. Wie alt bist du nochmal? Ich bin jetzt 4. Sag ich ja, ich war in deinem Alter schon 14. Okay, los geht's. Hallo? Hallo, ja, ich bin auf der Suche, ich bin auf der Suche nach... Nach einem netten Job. Haus, nach einem Job suchen sie. Hey, ich bin nämlich auch gerade. Hey, Kleiner, komm her. Papa, entschuldigen Sie. Wollen Sie nicht eventuell, erstmal ein Bewerbungsgespräch oder so? Okay. Sohnemann, ich glaube, das ist die perfekte. Ich glaube, das ist die. Nein, mit der ich glaube, das ist die perfekte. Papa, ich will nicht mit dir spielen. Das scheint mir doch eigentlich recht nett zu sein. Papa, mit der will ich nicht spielen. Papa, bitte schick die weg. Wir haben gerade was herkommen. Nein, deine Oma, bitte lass mich in Ruhe.
Entschuldigen Sie, Frau Oma, ich bin hinter Ihnen. Ich bin hinter Ihnen. Hallo, Frau Oma. Papa, bitte schick sie weg. Warte mal, bitte sei mal kurz einen Moment leise, Sohnemann. Was sind denn Ihre Ambitionen? Was haben Sie schon hier drüben in diesem Lidl mal? Ich kann Kekse backen. Ich kann Kekse backen. Kekse backen? Ich mag keine Kekse, Papa. Ich mag seit heute den nicht. Es gibt niemanden, der Kekse. Jeder mag Kekse. Ich wäre jetzt, glaube ich, wirklich dafür, dass Sie bitte runter von meinem Grundstück zu machen. Ich wäre dafür, Sie nehmen mir erst mal einen Keks. Ich finde die Dame eigentlich ganz nett. Ich weiß gar nicht, was du hast, junger Mann. Bitte, Papa, schick sie weg. Ich habe ein ungutes Gefühl mit dabei. Ich schick sie. Nein, raus aus meinem Haus. Wenn Sie mein Haus betreten, dann werde ich Sie töten. Hey, wir haben sogar Bier. Ui. Das ist kein Bier, das... Nein, nein, alte Ladies und Alkohol, das ist nicht gut. Bitte gehen Sie aus meinem Haus raus. Ich habe das Gefühl, die hat allgemein schon Alkohol. Tschüss, Omi. Nein, ich habe gar nichts. Ich habe gar nichts. Das ist nicht gesund. Du musst Kekse. Ich esse einen Keks. Papa, schick sie weg, bitte. Raus aus meinem Haus. Raus hier. Schick sie komplett weg. Ich schick sie raus. Danke, Papa. Papa, können wir bitte... Bezahlen Sie mit irgendwas. Bezahlen Sie mit Keksen. Die nimmt sie bestimmt an. Kekse. Ich liebe Kekse. Woher wussten Sie das? Das war einfach meine Intuition. Raus aus meinem Haus, bitte. Schön, dankeschön. Tschüss. Danke für die Kekse. Ich will die verkaufen. Gott. Bitte, Also sie Papa. Schien mir doch eigentlich recht nett zu sein. Papa, nein, die hatte Blut Oma. An den Händen. Die hatte überall Blut verschmiert. Das war kein Blut, das war alles Marmelade. Hast du das nicht gesehen? Die Dame weiß auch genau, wie man richtig hier Marmelade Papa, jetzt, soll. Ich möchte aber... Nein, ich muss weiter arbeiten. Ich will aber spielen. Das hat überhaupt nicht mein Problem gelöst. Weißt du was, mein Sohn? Mein Vater hat mich nie gefragt, ob ich spielen möchte. Was heißt oder andersrum. Meinst du deinen Sohn oder dein mein Vater? Mein Sohn hat mich nie... Nein, oder nein, du hast habe, deinen Vater nie gefragt. Vater, ich habe meinen Vater nie fragen dürfen, weil sonst gab es nämlich einen auf den Hintern. Ja. Was? Willst du das auch? Willst du nein, das auch? Nein, ich möchte nein, jemanden zu haben. Ich möchte nur jemanden haben, der mit mir spielt. Wir werden eine nette junge Dame oder eine nette Haushälterin oder einen netten ja, Haushälter bitte, vielleicht eventuell bitte keine suchen. Oma, bitte. Haushälter, möchte jemand einen Job... Möchte jemand einen Job... Hallöchen. Oh. Die sieht netter aus. Ah, hallo, mein Kleiner. Hallo. Hey, die sieht cool aus, also, Papa. Also, sie scheint mir... Hallo. Ich hab gehört, Sie suchen ein Stellenangebot. Ja, ich suche ein Stellenangebot, genau. Ja, Sie können, wenn Sie wollen, das hier ist mein Sohn. Wie heißt du nochmal? Ja, Baublöcke. Baublöcke sind voll cool, Papa. Die wollte ich schon immer haben. Weißt du was? Erst wenn du Mathematik kannst, dann können wir weiterreden. Hör mir zu, mein Sohn. Wie heißt du nochmal? Ich hab den Namen vergessen. Sohn. Ich, dein Sohn? Ich heiße Roman. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Passen Sie auf. Der Typ ist eine ziemliche Nervensäge. Bitte. Wenn er Ihnen auf die Nerven geht, können Sie ruhig mal hier so, ne? Links, rechts, oben, unten. Können Sie mal. Okay. Viel Spaß. Viel Spaß, ihr Acht. Tschüss. Tschüss. Papa, ich werde bestimmt ein bisschen mit dir Spaß haben. Hey, bist du jetzt meine Babysitterin? Ja, wir werden beste Freunde. Ja, das klingt cool. Wollen wir zusammen spielen? Ja, bist du Marzipan? Marzipan? Ich mag Marzipan. Das ist meine Lieblingssüßigkeit, aber ich habe gerade keinen Hunger. Bist du ein kleiner Squiddy? Ja, ein kleiner Squiddy. Komm mit, ich zeig dir unser Haus. Das hier ist unser Haus. Das hier. Hier haben wir Wein und sowas in der Art und wir können hier super viele coole Sachen spielen. Wir haben zum Beispiel hier ein Wohnzimmer. Ich mag Wein. Ja, du magst Wein? Oh, ich mag Wein überhaupt gar nicht. Ach, da wirst du noch reinwachsen. Alles klar. Also das ist unser Wohnzimmerbereich und das ist unser Pool und oben ist das Büro. Da steht Popo drin. Ja, genau. Ich weiß nicht, wer das da reingeschrieben hat, aber komm, ich erzähl's dir. Aber erzähl's Papa nicht, ne? Ich hab das da reingeschrieben. Weißt du, das sind immer Scherze, die ich mache. Lars mag Bananen ungeschält. Oh Mann, diese Scherze sind richtig gut. Aber du musst leise sein. Pool. Ja, aber du musst leise Hallo, sein. Hallo, könnt ihr ein bisschen ruhiger sein? Könnt ihr ein bisschen leiser spielen? Das Ganze kann doch nicht wahr sein hier. Ich versuche mich hey, umzukonzentrieren. Ich spiele so laut, wie wir wollen. Oh mein Gott. Entschuldigung, aber das ist mein Zuhause. Das können wir doch nicht tun. Papa, wir spielen gerade. Geh doch einfach weiter nach oben und geh arbeiten. Dann werde ich wohl meine teuren Kopfhörer benutzen, die ich mir gekauft habe von dem Geld, was ich hart erarbeitet habe. Nicht so wie du. Okay, also, was wollen wir spielen? Ich habe jetzt einen Squiddy. Ja, willst du mit dem Hubschrauber spielen? Hubschrauber, ja, ich liebe Hubschrauber. Aber der fliegt gar nicht. Ich
wäre dafür, wir spielen Basketball. Ja, Basketball wäre gut. Oh, du hast so viele tolle Sachen dabei. Komm, ich versuche ihn reinzuwerfen. Basketball. Oh, ich treffe ihn nicht. Weißt Ach, du was? Das wird schon noch. Wie heißt du eigentlich? Ich heiße Marie. Marie? Irgendwie passt der Ball gar nicht in den Korb rein. Der Ball ist größer als der eigentliche Korb. Das ist so gebaut. Ach so, das ist so gebaut. Ja, weil leider treffe ich das nicht. Guck, ich war gerade eben fast getroffen. Da muss man einen Pömpel nehmen und dann passt das. Du hast einen Pömpel in die Luft platziert. Mit Pömpel wird man alle Probleme los. Eigentlich hat auch Papa gesagt, dass du auch die Wohnung Dings sauber machen sollst. Eigentlich musst du auch putzen. Weil ich kann das nämlich nicht, weil ich bin erst 4. Ja, warum muss ich immer putzen, weil ich eine Frau bin? Nur weil ich bin 4, ich bin das Kind und du bist die Hausfrau hier. Oh, stimmt wohl. Okay, ich bin da mal putzen. Ja, gehst du in die Küche? Cool. Hey, wenn du schon mal in der Küche bist, kannst du mir doch gleich... Ja, mach mir ein Sandwich. Ja. Roast Chicken. Ich bin von Kentucky. Ich bin von hier. Roast Chicken. Oh, super. Das esse ich gleich, wenn ich Hunger habe. Oh. Marie, machst du mir einen Kaffee? Ja. Ich brauche einen Kaffee. Einen richtig starken Kaffee. Kannst du mir einen Kaffee machen? Also, wenn Papa seinen Kaffee will, solltest du den lieber machen. Geh kurz baden. Ich muss kurz mit dem Vater reden. Okay, ich geh baden. Ja, was fällt dir da ein? Wieso reden Sie so mit mir? Entschuldigen Sie, nicht in diesem Ton. Ne? Essen ist fertig. Oh, Essen ist fertig? Hey Marie, warum warst du gerade eben so böse zu Papa? Oh, das muss man, weil sonst hören die nicht, weißt du? Ach so, warum hören die denn nicht? Weil die halt so sind. Manche Menschen sind böse, weißt du? Ach so, okay. Soll ich jetzt mein Melonen-Smoothie trinken? Ja, willst du Kekse? Die hat mir meine Oma gemacht. Oh mein Gott. Wie sieht deine Oma circa aus? Warum? Nur so eine kurze Frage. Ich kenne nämlich eine, die einen kennt. Und der ist der eine der Cousins des einen. Und der hat dem letztens eine Nachricht an seinen Kindergeburtstag geschrieben. Und der hat auch seine Oma eingeladen. Ja, aber der hat frischer Saft. Für kleine Kinder. Frischer gemacht. Was für frischer Saft? Was ist das denn? Frischer Erdbeersaft. Das ist Velocity 9. Das ist frischer Saft. Das ist kein frischer Saft. Das ist Gift. Hey, Marie! Ich trinke Gift? Ich trinke selber mal hier. Oh, das ist doch... Oh! What the fish? Was machst du da? Oh mein Gott, Marie ist unter Schockzustand. Was hört die Aufmerksamkeit in der Schule? Oh mein Gott, what the fish? Hat sie mir jetzt den extra starken Kaffee gemacht? Ich sehe doch, wie sie hier rumflitzt. Sie hat ihn gerade eben selber getrunken. Extra starker Kaffee, Velocity 9. Ja, so mag ich ihn doch. Ich möchte auch einen Kaffee. Du kriegst eine Biene. Oh, ich hab eine Biene. Der Kaffee ist so gut. Der Kaffee ist richtig gut. Hey, ich hab nicht... Der Kaffee ist richtig gut. Ich geh mal mit deinem Vater ein bisschen spazieren. Okay. Oh, oh. Der Kaffee ist so lecker, der ist unglaublich gut. Ja, geil, finde ich auch. Hallo Sohn, ich muss weiterarbeiten. Ja, geh weiter. Oh Gott, ihr seid alle so schnell hier. Ich bin der Einzige. Hey, ich wollte eigentlich einen Spielpartner haben, Mann. Ich bin doch dein Spielpartner. Marie, kümmern Sie sich bitte um meinen Sohnemann. Ich möchte jetzt endlich spielen. Okay, komm jetzt mit. Wo ist dein Spielzimmer? Ich weiß es nicht. Ich habe gar kein Spielzimmer. Ich habe nur das Wohnzimmer. Was ist das denn hier? Hier kann ich man spielen. Ich liebe Kaffee. Das ist meine Garage. Hier steht das Auto drin spielen. Von meinem Vater. Mit 12 Zylinder Motor. Der ist gerade. Ich liebe Kaffee. Ja, aber hier ist halt eben nur ein bisschen Platz. Aber was können wir denn spielen, Marie? Wir können spielen, die am besten die Rüstung trägt. Oh, die Rüstung, wer die am besten trägt? Hey, das ist ja eine Matschrüstung. Du siehst ja richtig zum Verspeisen süß aus. Ja, danke schön. Aber das ist irgendwie kein cooles Spiel. Ich möchte ein Spiel spielen. Hey, spielen wir mal ein Spiel. Sieht Marie. Sieht richtig lecker aus. Nein, oh mein Gott. Oh mein Gott, Papa. Die Kinder sind darin. Papa. Oh mein Gott. What the fish? Papa. Der Kaffee ist so lecker. Papa, komm bitte in dein Büro. Papa. Papa, wo bist du? Komm bitte in dein Büro. Bitte, Papa. Ich bin unten. Bitte komm hoch, schnell. Bitte komm hoch, Papa. Kann ich nicht, ich bin noch immer voll auf Kaffee. Nein, komm bitte hoch. Egal, ob du jetzt Kaffee getrunken hast. Hör mal, komm mal her. Die Babysitterin ist nicht ganz richtig. Die hat gerade... Quatsch. Wo bist du?
Ahnung. Das bildest du dir nur ein, die ist eigentlich ganz cool. Die hat mich gerade eben mit zwei Schwertern attackiert und versucht mich zu töten. Mein Quatsch. Nein, das war kein Spiel. Ich schwöre dir, das war kein Spiel. Weißt du, meine Oma sagt immer, man kann mit jedem Spaß haben. Sie beschmiert gerade die Wand mit Blut. Ja, ich schwöre dir, das ist die Tochter von der Oma, Mann. Das ist die Tochter von... Oh mein Gott, sie bringt dich um. So, das ist mein Haus. Und du wirst meinem Regel folgen. Oh nein, ich werde deinen Regeln nicht folgen. Ich habe eine Geheimwaffe, mit der ich dich vielleicht besiegen kann. Ich gehe kurz in die Küche. Nein. Irgendwo, da, genau, das Sicherheitsschwert, das liegt immer in der Küche herum. Was? Hi, Marie. Was ist denn mit Papa passiert? Oh, warum stehst du da so alleine in der Ecke herum? Bitte sei nicht so gruselig. Ich wollte hier gerade baden gehen. Nein, ich möchte... Willst du auch mit mir baden gehen? Nein, ich möchte ungern baden gehen. Danke, Marie, ich möchte das... Ja, zur Entspannung. Nein, ich trinke keinen Alkohol. Dankeschön, Marie. Ich brauche das nicht. Ich trinke keinen Alkohol. Es tut mir leid. Aber du willst Kekse, oder? Nein, ich möchte auch keine Kekse. Das ist schon in Ordnung. Ich Würste? Nein, ich möchte... Ich bin Vegetarier. Das ist... Oh mein Gott, bitte töte mich nicht. Ah, sie hat zwei Schwert. Oh mein Gott, Marie, zieh ab. Bitte stirb einfach. Ich hab sie getötet. Hä? Papa? Bist du im Wasser? Oh mein Gott. Wo bist du? Gott. Oh mein Gott, du bist in dem Grab hier gewesen? Ja. Hey, du lebst ja wieder. Was hast du denn da? Hey. Du bist doch erst, wie alt bist du nochmal? 4. Stimmt. Ich bin 4. Ich muss weiterarbeiten. Hey, du bist gerade eben getötet worden und ich habe gerade eben tot? Die... Getötet worden? Du wurdest gerade getötet und ich habe die Haushalt... Quatsch, das war alles das... Ach, Quatsch, so... Ich weiß nicht, was du dir hier einbildest, aber es ist alles in Ordnung. Es ist nie irgendwas gewesen. Ich habe nur kurz einen Mittagsschlaf gehalten und... Was? Kinder, das ist ja unglaublich, ne? Okay. Was ist hier? Ketchup. Oh, lecker Ketchup. Mm. Okay. Papa, bist du dir... Okay, dann endet wahrscheinlich so mein Tag. Ich habe gerade eben meine Haushilfe getötet und Papa wurde gerade eben wiedergeboren. Arbeiten, schön weiterarbeiten. Und der arbeitet jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen. Tja, falls ihr wahrscheinlich noch eine Folge Minecraft Mission haben wollt, dann gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Man sieht sich ja wahrscheinlich in der nächsten Folge. Haut rein, Leute. Ciao!